selbst mit seinen Jüngern. Da nun ich Judas zu sich hatte genommen, die Schar, und der hohe Priester und Pharisäer Diener, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, Jesus, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stund auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermal: Wen suchet ihr? Sie aber sprachen: Jesus, Jesus. Gesagt, dass ich sei. Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen. Erfüllt würde, welches er sagte: Ich habe dir keine verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach des hohen Priesters Knecht und hieb ihm sein Recht vorab, und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petro: Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat. Thank you.
aufs Erste zu Annas, der war Kaiphas Schwäher, welcher des Jahres Hohepriester war. Es war aber Kaiphas, der den Jüden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde umgebracht für das Volk. Thank you.
aber folgete Jesu nach. Und ein anderer Jünger. Priester bekannt und ging mit Jesu hinein in des hohen Priesters Palast. Petrus aber stund draußen für der Tür. Da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führte Petrus. Sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: Bist du nicht dieses Menschen lange alt?
die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht, denn es war kalt und wärmeten sie. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der Hohepriester fragte Jesu um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet für die Welt. Ich habe alle Zeit geredet in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesagt habe. Als er aber solches redete, gab der Diener einer, die dabei stunden, Jesu einen Backenstreich und sprach: Solltest du dem hohen Priester also antworten? Jesus aber antwortete: Hab ich übel geredet, so beweise es, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet, was schlägest du mich? Gebunden zu dem hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus stund und wärmete sich. Da sprachen sie zu ihm: Bist du nicht, 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 aber und sprach: Ich bin's nicht. Spricht des hohen Priesters Knecht einer,
ein Gefreunter des, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte. Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da verleugnete Petrus abermal, und alsobald krängete der Thank you.
Kaifer vor das Richthaus, und es war früh. Und sie ging nicht in das Richthaus, auf dass sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: wieder hinein in das Richthaus und rief Jesu und sprach zu ihm: Bist du der Jüdenkönig? Jesus antwortete: Redest du das von dir selbst, oder haben sie andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Herr, mein Reich von dieser Welt. Meine Diener würden da noch kämpfen, dass ich den Jüden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von dannen. Thank you.
bist du denn noch ein König? Jesus antwortete, du sagst, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und da er das gesaget, ging er wieder hinaus zu den Jüden und spricht zu ihnen. Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch einen losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den Jüdenkönig losgebe? Da schrien sie wieder allesamt und sprachen, nicht diesen, diesen nicht, nicht diesen, sondern Barnabas, nicht diesen, sondern Barnabas, Barnabas. Barnabas aber war ein Mörder. Da nahm Pilatus Jesu und sie gab. Sprechen, drum
Thank you.
allen Stücken dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche geht. Flochten eine Krone von Dornen und satzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen: Und er sprach zu ihnen: Sehet, welch ein Mensch! Da ihn die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen: Oh,
antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz soll ich sterben. Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz soll ich sterben. Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißest du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen, und Macht habe, dich loszugeben? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn dir nicht wäre von oben herab gegeben. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat's größere Sünde.
auf den Richtstuhl an der Stätte, die da heißet Hochpflaster, auf Hebräisch aber Kapata. Es war aber der Rüsttag in Ostern, um die sechste Stunde, und er spricht zu den Jüdern: Seht, das ist euer König. Sie schrien aber: Thank you.
weil sie lange fochten ziehen. Nein, die lange fochten ziehen, ihr lange fochten ziehen, halt, ihr lange fochten ziehen, halt, 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 ihr lange fochten ziehen, ihr lange fochten ziehen, geht aus euren Mann. Halt, 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 nach Golgatha. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und satzte sie auf das Kreuz und war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Überschrift lasen viele Jüden, denn die Städte waren nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuzigt ist. Und es war geschrieben auf hebräische, griechische und lateinische Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilato: Schreiben nicht, 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 schreiben Thank you.
sein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenäht, von oben angewirket durch und durch. Da sprachen sie untereinander: Lass uns den Liebsten, lass uns den Liebsten, lass uns den Liebsten, lass uns den Liebsten. Thank you.
die Schrift erfüllet würde, spricht mir nicht dürstet. Da stund ein Gefäß voll Essigs, sie füllten aber einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isopen und hielten es ihm dar zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach es ist vollbracht.
hält uns Judas, siegt mit Macht. Die hält uns Judas, siegt mit Macht. Die hält uns Judas, siegt mit Macht. Und schließt den Kahn, und schließt den Kahn, und schließt den Kahn. Die hält uns Judas, siegt mit Macht. Die hält uns Judas, siegt mit Macht. Und schließt den Kahn, und schließt den Kahn.
ans Kreuz erschlagen, ans Kreuz erschlagen, und selbst er sagt, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Bin ich vom Sterben frei gemacht, bin ich vom Sterben frei gemacht, vom Sterben frei gemacht, bin ich vom Sterben frei gemacht, vom Sterben. Zerriss in zwei Stück von oben an bis unten aus, und die Erde bebte und die Felsen zerrissen, die Gräber täten sich auf und schon den auffiel Leiber der Heiligen. Mein Herz, in dem die ganze Welt bei Jesu leiden, gleich was leidet, die Sonne sich hinter Kammer kleidet, der Vorhang reißt, der Fels zerfällt, die Erde bebt, die Gräber spalten, weil sie den Schöpfer sind erkannten. Was willst du deiner
Leute blieben den Sabbat über, denn desselbigen Sabbatstag war sehr groß. Hatten sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem Ersten die Beine und dem Andern, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknechte einer eröffnete seine Seite mit einem Speer. Und alsobald ging Blut und Wasser raus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeuget, und sein Zeugnis ist wahr. Und derselbige weiß, dass er die Wahrheit saget, auf das ihr gläubet. Denn solches ist geschehen, auf das die Schrift erfüllet würde. Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen. Und abermal spricht eine andere Schrift, sie werden sehen, in welchen gestochen haben. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals bei der Nacht zu Jesu kommen war, und brachte Myrren und Aloe untereinander bei 100 Pfunden. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und bunden ihn in Leinentücher mit Spezereien, wie die Jüden pflegen zu begraben. Es war aber an der Stätte, da er gekreuzigt ward, ein Garten. Im Garten ein Neugrab, in welches niemand je geleget war.
selbst hinlegten sie Jesu, des Rüsttags willen der Jüden, dieweil das Grab.